Hallo, wie geht's denn so? Zurück zu Star Wars Jedi Survivor und jetzt werden wir mal diese wunderschöne Höhle dort unten machen. Ich muss sagen, Kobo, auch wenn das Design von Kobo schlecht ist, sieht's gut aus. Wenn man versteht, was ich sagen will. So, darüber kann ich mich mal ziehen mit unserem Werfer. Ist hier unten auch. Ja, hier unten ist alles relativ friedlich. Dann würde ich sagen, werden wir mal die Grotte erforschen. Das klingt schmutzig. Oh ne, nicht du schon wieder. Wusch! Autsch! Autsch. Ah, macht eine Arschbombe auch. Und tschüss. Und Bamsen. Ja, gut. Etwas Leben haben wir verloren. Aber es ging. Zuerst mal da oben ein Echo. Und dann geht es dann noch in den Höhlen noch weiter. Da komme ich nicht rum. Aber hier komme ich hoch an die Decke wahrscheinlich. Ne? Jo, genau. Da oben ist eine Kiste. Dann gibt es da noch irgendein Zeug. Irgendwas, was mir in den Rücken fallen will? Nein? Das ist verwunderlich, Herr Kobo. Zuerst mal das Echo. Das ist alles ein großes Missverständnis. Wirklich, ihr müsst mich gehen lassen. Ach ja, warum sollten wir das tun? Ich kann euch nützlich sein. Ja, genau, was immer ihr wollt. Ich bin euer Frosch. Wir werden sehen. Der Boss sucht irgendwas. Finde es oder wir finden dich. Alter Törgel, der ist auch echt überall, ne? Dieser kleine Typ. So, und drüber. Ey! Du hast ein ganz schönes Arsenal. Arsenal? Was? Warum du das Verlangen von Gara? Dass dich nichts angeht. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Was hast du mit dem ganzen Zeug vor? Ich gebe Ravis als Geschenk. Großer Tribut, ja. Tribut? Du willst dich also den Raiders anschließen? Raiders anschließen, ja. Schluss mit Prospektieren. Niemand mehr sagen schwach zu Gara. Viel Ruhm und Blut mit Ravis. Die Raiders sind gefährlich und treffen keine Abmachungen. Gefahr, hä? Gara fressen Gefahr. Gara leben für Reiz von Töten. Aber du, kein Killer wie Gara. Du taub gegenüber Ruf der Schlacht. Gut, dann lass ich dich mal allein. Du willst nicht zu den Raiders gehören. Gara will nicht zu Raiders gehören. Schmuggelgut wie das könnte die Aufmerksamkeit des Imperiums erregen. Schmuggelgut wie das? Gefährlich. Gara ist kein Freund von Imperial. Nein, nein, Angebot geht nicht mehr, zu riskant. Schmuggelgut, hier. Du nehmen, Gara nicht wollen. In Ordnung. Alles klar. Man hilft, wo man kann. Och, nicht schon wieder nur Bergsteigerzeug. So, es geht's ja aber unten noch lang. Ja, bloß um was zu scannen. Prospektoren hatten keine Chance. Es ist ja auch ein Gallenschlund. Die sind ja auch erstens nicht mächtig. Offener Weg. Ist natürlich die Frage, wie komme ich zu offenem Weg hin? Weil der ist ja hoch in der Luft. Ich könnte fliegen wahrscheinlich.
Nein, nicht bloß wahrscheinlich. Sogar sehr. Ich kann hier ganz schnell hoch. Hier war irgendwo ein Shortcut. Und dann könnte ich nochmal per Flugtaxi nochmal eine Reise unternehmen. So, da ist auch besagtes Seil. So, die Droiden. Mache ich die platt. Die zwei Droiden sind einfach leere Hüllen, aber ich schätze, zu irgendwas seid ihr zu gebrauchen. Kein Jedi darf am Leben bleiben. Ja, das kannst du ja mal versuchen. Aber schon bin ich wieder weg. Und nirgends. Ah, hier gibt's keinen Shortcut, ne? Ich brauche noch mal so ein Vieh. Oder? Gut, dann komm mal mit. So. Nee, du kommst so nicht hoch. Ich brauche zwei von euch. Ja, Moment, Herr Wachmann, ich muss noch mal ganz kurz etwas stehlen von euch. So, dich nehme ich noch mal mit. So, dich nehme ich, um hier hochzukommen. Alles klar. So. Dann gehst du mal schön hier drauf. Ah, dass es dafür keinen Shortcut gibt, ne? Das Los geht's, ist BD. etwas ärgerlich, aber was will man machen, ne? Alter, bist du mich flachsen oder was? Junge, halt dich da einfach fest, da ist eine Kante, Los! Junge. Gut, jetzt hast du es mal gemacht, bis du sollst. Und einmal hier ranbappen. Wupp. Und hoch, und dann kann ich noch mal zu unserem Weltaussichtspunkt. Dass es hier kein Seil gibt, ne? Das Hoch! ist etwas ärgerlich. Und nochmal da ganz hoch. Und dann werde ich mal gucken, ob wir da mit unserem Taxi da hinkommen. Also mit dem Flugtaxi. Wir müssten da eigentlich hinkommen, denn wir sind ja hier wirklich arschweit oben. So, das war da hinten, ne? Alles klar, gehen wir. Ah, ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Von da aus. Von einem anderen Weg sehe ich nicht, weil das ist der einzige Flug. Dann probieren wir es noch einmal. Nee, das wird nichts. Oder? Oh, ich dachte schon, ich falle nach unten. Aber doch, genauso wird's gemacht. Und da wird man auch nicht ausgelacht. Sehe schon kommen, dass ich den Sprung ums Eck doch nicht vermasselt. Ah, da ist wieder eine erneute Meditationskammer für Willst du dir uns. das ansehen, bitte? Ja, ich will es mir auch ansehen. So, und dann geht's runter. Bin gespannt, was da wieder an Rätseleien auf uns warten wird. Und vor allem die Belohnung, die wird hoffentlich ziemlich gut werden. Willkommen, Jedi. Die Macht lehrt uns, dass die Eindrücke unserer Augen und unserer Hände nicht immer die Wahrheit der Welt abbilden. Die Welt fügt sich dem Willen der Macht, also fügt sie sich auch euch. Mehr hast du nicht zu sagen? Okay. Ah,
Ah, verstehe. So, Echo wahrnehmen. Ich absolviere diesen Kurs so oft wie nötig. Beharrlichkeit. Es war einmal dichter rausziehen. Da hinten gibt es nichts Besonderes. Okay. Ich habe begriffen und verstanden. So, ist da noch irgendwo was versteckt oder nicht? Nee, da ist nichts mehr versteckt. Oh, eine Kiste. Belohnung Nummer 1. Erstmal aufschießen, genau. Einzigartige Nichtmetalle. So, jetzt sind wir im Hauptteil der Prüfung, ne? Was bist du denn da eigentlich? Du drehst dich und hast Effekte. So, das ist schon mal... Okay, irgendwie da, dann darüber wahrscheinlich. Weil habe ich das jetzt schon verstanden. So. Kell? Bist du kloppt? Halt dich doch da fest. Er hält sich nicht fest, ne? Moment. Na, jetzt kann ich hier rum. So, was bin ich hier drüben? Nein. Da oben kann ich nichts machen. Da habe ich einen Weg nach drüben durch diese... Das Ding ist auf. Diese Wand habe ich da immer noch einen Weg, ne? So, was bringst du mir? Hier kann ich drauf. Ja. Schön, schön. Oh. Okay, das bringt mir jetzt genau... Nee, das bringt mir... Was bringst du mir, wenn ich jetzt hier hochgehe? Warte mal. Ich glaube, ich hab's verstanden. So, du kommst noch mal mit. Und rüber und ein Echo zum Wahrnehmen. Ich bin erschöpft. Macht weiter, bald ist es vorbei. Die Hoffnung bleibt. So, was kann ich damit machen? Das kann nach vorne. Was auch immer du... Okay. Okay, ich hab's verstanden. Kann ich das als Shortcut eventuell aufmachen? Nee, ach so, kommt der jetzt zurück, genau. Und dann müsste ich dich auch wieder rufen können. Moment. Genau, jetzt kannst du zurück. Jetzt kann ich hier hoch und auf den Balken. Halt dich doch einfach fest, Kell. Wer ist denn, wenn du dich einfach festhältst? An dieser Kante. So, und hoch. Hoch und rüber. Das war's schon? Das war ja gar nicht schwer. Belohnung. Also im Vergleich zu den anderen Dingern war das leicht. Gemeinschaft, neuer Bonus. Eine AG oder was? Eine Arbeitsgemeinschaft. Die gibt es... davon gibt es noch was. Mit einem weiteren Bonus. Da oben rein oder was?
Kel, bist du wirklich so doof? Nee, da oben nicht. So, wie kann ich dich da oben triggern? Weil du musst auch irgendwie aufgehen. Nur wie ist die Frage, ne? Nur wie mache ich dich auf? Ach, wahrscheinlich von hinten oder so, ne? Genau, von dort hinten. Hätte ich wahrscheinlich aufmachen. Jetzt aber schnell. Kel, nicht so dumm sein. So, Echo wahrnehmen. Für die XP. Fast geschafft. Oh, ihr müsst stark sein für die kommende Aufgabe. Ja, ihr wart wohl nicht stark genug. Weil ich habe das jetzt problemlos gemeistert. So, und auf die Türe. Das hat mir jetzt genau gar nichts gebracht, ne? Das ist toll. Ich habe irgendwie eine Kiste oder sowas erhofft. Das ist doch hier so eine Wand, wo man ran kann, oder nicht? Das sieht zumindest genauso aus. Ich brauche einen Stim. Ich bin okay. Oh. Der Trickster wieder am Berg. Und haben wir auch diese Prüfung erfolgreich absolviert. Die wirklich leichter war als die anderen. Man musste nicht so viel nachdenken. Es war mehr Parcours als Rumgerätsel. So, ein weiterer Flug für uns. Hat irgendwas gehört? So, wo kommen wir denn jetzt hin? Da unten läuft eine Magna-Wache rum. Wo ist das denn? Gucken, ob ich zurück zum Rastpunkt komme. Es wäre nämlich schön, wenn ich hinkommen würde. Und zwar ist das dort hinten drin oder was? Dahin gehen, ne? Wir werden dich ausschalten. Feuer frei. So, Feuer frei. Feuer frei. Ich werde Strecke bringen. Ich versuch das mal. Hey, du, komm her. Na komm, schieß da mal. Konzentriert euch auf den Feind. Ich bin hier übrigens. Verbündete Einheit ausgeschaltet. Ah, ist ja die letzten. Ich fühle mich schwach. So, zu Octo will ich nicht. Und solch. Das ist. Da hinten ist das. Dieses Areal hier. Ist hier überhaupt irgendwas? In diesem Areal? Du sollst dich fallen lassen. Hier sehe ich wieder diese One-Shotten, den Mistviecher, ne? Da hinten gibt es noch eine Schleuse, die ich öffnen kann, wahrscheinlich. Also das sieht anscheinend. Oder sieht es bloß nur so aus? Kann ich euch eventuell auch.
So. Genau, ihr scheiß tarnenden Mistviecher. Komme ich hier noch irgendwo Besonderes hin? Weil irgendwie... Es muss hier noch irgendwas Besonderes geben, oder? Oh, das ist noch so ein Vieh. Tschüss. Da bist noch du. Da warst du. Hier ist noch ein selten. Ah, ein seltener davon. Also diese ganz besonderen Dinger. Da drüben ist noch ein Flug. Wahrscheinlich kann man hier in den Abgrund rein. Da unten sehe ich. Ach, da ist der Shortcut. Von. Der muss nach irgendwo noch lang gehen. Kann man nicht vorstellen, dass es hier gar nichts gibt. Weißt du? Das kann ich mir eigentlich fast gar nicht so vorstellen. Nö. Das war's. Würde ich sagen, gehe ich wieder hoch und dann werde ich nochmal einmal Octo probieren. Also Octo, nicht Octo. Das ist ja kein Octopus. Oh, wir machen es gleich in dieser Aufnahme. Wenn ich sterbe, dann. Ja, dann sterbe ich halt. So, wir haben volle Schüsse, aber nur 6 Leben. Ach komm. Und wusch! Leck mich, Alter. Wie er noch nachaimt, ne? Wie er noch nachaimt. Ich könnte ihn probieren. Aber das werde ich wahrscheinlich mal später irgendwann machen. Allgemein sämtliche noch übrig gebliebenen legendären Gegner mal als Livestream. Aber jetzt haben wir ja schon einiges erkundet. Alle Pins entfernen. Das haben wir gemacht. Ich wollte mal die ganzen Sachen, wo man diesen Grappling Hook braucht. Unentdecktes Gebiet. Offener Weg. Gerücht. Wo ist das denn? Wir sind hier. Das ist die Flussbettwache. Da gibt es auf jeden Fall noch irgendwas. Da könnte ich noch mal hin. Das ist hinter uns, ne? Das müsste das da drüben sein. Nein. Das da drüben? Ach nee, das große Ding dort drüben ist das. Ja. Jetzt haben wir ja da auch mal wieder mal einen weiteren offenen Weg, den wir machen können. Die Flussbettwache war ja auch bloß. Das ist eine kleine Belohnung halt, ne? War ja nichts Großes. Hoffentlich kann ich jetzt hier drauf landen. Tschüss. Ja, ich bin auch bald weg. Sie werden gefunden werden. Ja, Futo 2 am Start. Das sind die Droiden aber echt schlau, dass sie diese Form überhaupt verstehen. Ey, ihr. Autsch. Junge. Kann ich einen Stim kriegen, bitte? Ja, kannst du kriegen, kannst du haben. Ach, da hinten ist wieder so ein Typ. So, du hast Priorit für uns? Netter Fund. Nee, Datendisks. Datendisk, so. Scan. Dieses Gebäude ist definitiv anders als die übrigen. Ja, das ist riesenarschgroß. Aber wo geht's hier rein? Von oben.
Von oben kommt man wahrscheinlich rein, ne? Da ist zumindest offener Weg von oben angezeigt. Und... Oh. Nein! Ach, Mensch. Ich hätte sprinten sollen, aber irgendwie war ich gerade nicht im Sprintmodus, obwohl ich den passenden Key dafür gedrückt habe. Kell, Alter. Stell dich an ihn nicht so dumm an. So, sprinten diesmal. Und rüber! Da war wohl gerade wieder irgendwo ein Monstrum. So, ab hier hoch. Och nö, nicht ihr schon wieder. Wir werden... Ich sehe euch! Roger, Roger! Roger, Roger! Vorrücken! Oh, Junge! Gib mir einen BD! Des Ziels unberechenbar. So, tschüss. Da war's, ist nur noch du, Kumpel. Sie sind unpräzise. So, tschüss. Einmal auf. Und dann würde ich mal so sagen, bis in die nächste Episode von Star Wars und bis dahin. Tschüss.